Hallo, du Liebe, es geht weiter mit dem nächsten Gedankenfunken, den ich mir wünsche, bei dir zu platzieren. Du kannst ihn für dich verwenden und dann dahin weiter funken, wo er heute, jetzt gerade gebraucht wird. Das Wegbegleiterkartenset wird kleiner und kleiner. Es ist natürlich startklar. Mal sehen, welche Karte uns heute den Tag versüßt. So. Was haben wir? Haha. Mut. Mut. Mut ist manchmal gar nicht so ein. Und nee, anders formuliert ist es manchmal gar nicht so einfach, mutig zu sein. Mut, ich hatte mal ein Live darüber gemacht, dass es immer ein Wagnis, also wenn man mutig ist, geht man ein Wagnis ein, deren Ausgang man noch nicht genau kennt. Also man geht ein Stück weit ein Risiko ein. Und es ist natürlich auch so, als ich damals meine Entscheidung getroffen habe, aus dem Unternehmen rauszugehen, mich selbstständig zu machen, einen neuen Weg zu gehen, meinen Lebenstraum zu erfüllen, haben viele zu mir gesagt, boah, bist du mutig. Du gehst raus aus einem Angestelltenverhältnis, hast gut verdient, hast deine Urlaubszeit, dein Urlaubsgeld, dein Weihnachtsgeld, keine Ahnung, ne? Also deine ganzen sozialen, ich sag mal, Leistungen, die du ja als Selbstständiger einmal zu 100% selbst bezahlst, beziehungsweise in der Form auch nicht hast. Dafür aber bist du sehr selbstbestimmt. Natürlich ist es ein mutig sein, ein Risiko, ein Sprung gewesen für mich. Und ja, mir war das damals gar nicht so bewusst, dass ich so extrem mutig war. Natürlich war es das, aber es war klar, dass das, was vorher war, nicht mehr ging. Also braucht es einen neuen Weg, ein Umdenken. Und wenn du überlegst, was der Preis war, was vorher da war, den ich gezahlt habe für mein ja gut verdienen und Weihnachts- und Urlaubsgeld und so weiter und so fort, den wollte ich nicht mehr bezahlen, den war ich nicht mehr bereit zu zahlen. Und manchmal darf man auch ein kleines bisschen risikofreudig sein. Und es ist ja gut gegangen insofern. Insofern, natürlich hat Corona mir einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, aber auch daraus ist wieder ein neuer Mut entstanden, nämlich mein Präsenzbusiness auf Online-Füße zu stellen. Also nochmal ein Umdenken, nochmal ein Anlauf. Also gut, aber dafür bin ich ja Resilienzheldin. Aber ich würde nicht mehr tauschen wollen. Also dieser Mut, dieses Wagnis eingehen, dieses Risiko eingehen, hat sich für mich gelohnt. Und gerade wie das so ist mit den Lebensträumen, natürlich ist das etwas völlig Neues vielleicht, vielleicht auch nur etwas Kleines Neues für dich, was sich in deinem Leben verändert. Auf jeden Fall ist es etwas Neues und etwas vielleicht Unbekanntes. Vielleicht kannst du es dir vorstellen, aber du weißt nicht wirklich, wie es sich anfühlt. Und ja klar, ist es immer ein Stück weit Mut. Aber wenn du etwas erreichen willst, wenn du deinen Lebensträumchen oder deinen Lebenstraum umsetzen möchtest, dann geht es nicht ohne Mut. Da braucht es ein Stück weit rausgehen aus dem Komfortbereich, aus der Komfortzone, in der man vielleicht vorher war, wo man aber auch vielleicht einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Dafür ist es bekanntes Terrain. Also das darf sich jeder auch so ein Stück weit mal zu Gemüte führen und überlegen, was brauche ich? Brauche ich eher Sicherheit? Und versuche mich mit dem zu arrangieren, was mir gar nicht gut tut. Ja, geht es auf Dauer gut oder macht es mich krank? Oder sage ich, okay, vielleicht reicht mir ein kleines bisschen Sicherheit und ein Stück weit meines Lebens gestalte ich neu. Ich kann dich nur ermutigen dazu, das zu machen. Denn jeder von uns, du, ich, wir haben nur ein einziges Leben. Oh, da haben wir Zuschauer schon, habe noch gar nicht drauf geachtet, wer ist denn da dabei? Ja, jeder von uns, du und ich, wir haben nur ein einziges Leben. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Wir sollten schauen, dass wir das tun, was uns gut tut, wofür wir uns brennen. Es gibt daneben immer noch Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne tun, die auch zu tun sind, die auch zu machen sind. Aber wenn es ausgewogener ist und ausgeglichener ist, ist das Leben viel lebenswerter. Und manchmal braucht es Mut, ein Stück zu springen. Und ich ermutige dich dazu,
weil ich bin ja natürlich auch die Mutmacherin, nicht nur die Umdenkerin. Und ich möchte dir Mut machen, auch wieder an dich selbst zu glauben, das zu tun, was du wirklich willst. Sei mutig und probier's. Viel Spaß, viel Mut und gutes, gutes Gelingen für dich. Von Herzen, deine Umdenkerin Sandra. Wir sehen uns erst wieder am Montag. Morgen kann ich leider keinen Gedankenfunken senden, da ich bei einem oder da ich ein IHK-Seminar leite morgen in Ludwigshafen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber da bin ich morgen ganz für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer da. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ich wünsche dir schon jetzt ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen. Und wir sehen uns am Montag. Liebe Grüße. Ciao.